was ist mein Job eigentlich und was erfordert er und was und auch nämlich in der Abgrenzung zum Beispiel zu Mitarbeitern, also was kann ich jetzt, also das betrifft oft Leute, die aus dem Team heraus aufsteigen zur Führungskraft, ne? Was diese Veränderung, ja, was kann ich jetzt tun, was ich vorher nicht tun konnte? Also zum Beispiel irgendwie, man sollte nie ablästern, aber zum Beispiel, was für Dinge sage ich jetzt, die vielleicht als Teammitglied noch gegangen sind und die jetzt als Führungskraft aber nicht mehr gehen, weil sie jetzt einfach ein ganz anderes Gewicht haben, in dem, wie du die Organisation nach oben fahren, also erscheinen lässt, so möchte ich sagen. Also du kannst dann einfach manche Sachen so nicht mehr sagen. Es ist schon deine Aufgabe, sozusagen im Stillen, wenn du mit Dingen unzufrieden bist, halt nach oben zu gehen und zu sagen, ich verstehe das nicht, warum tun wir das, warum wollen wir das so tun? Und dann hoffentlich durch hartnäckiges Fragen, das sind wir ganz im Total Ownership, Extreme Ownership vom Joko, ja. Wollte ich auch schon also sagen, nach oben zu gehen, ja. Nach oben zu gehen und zu sagen, warum und wie und ich verstehe es einfach nicht, ja. Und dann mit den hoffentlich richtigen Antworten dann wieder runter zu gehen und zu sagen, schau, was wir vielleicht hier aus unserer Sicht hier nicht verstehen, ist, dass wir das Ganze aus diesem und jenem strategischen Gesichtspunkt machen wollen und dass das deswegen sehr wohl Sinn ergibt fürs gemeinsame Ganze. Und ich glaube, mit dem Verständnis und muss man da schon reingehen. Und da hängt eben auch viel mit dieser Haltungsfrage zusammen. Ne? Wie gebe ich mich selber? Was sind meine Anforderungen an mich? Was sind meine Anforderungen oder Erwartungen jetzt in dem Fall auch an andere, die ich natürlich hoffentlich regelmäßig kommuniziere, damit sie nicht irgendwie unausgesprochene Erwartungen bleiben. Und vor allem dann eben wieder die schon vorher erwähnte Situation, dass ich nur so viel erwarten kann, wie ich auch eben einfordere. Also nur das, was ich akzeptiere, Da ist die Latte sozusagen, dort liegt sie. Und nicht das, was ich bei der Morgenbesprechung predige. Ne? Das ist nicht so wesentlich. Und dann merke ich selber immer wieder, das ist so ein Riesenunterschied. Also es sagt sich halt super leicht, jeden Tag in der Früh irgendwen daran zu erinnern, ja, hey, und mach das und das bitte. Und wenn du am Abend aber nicht schaust, ob es tut, dann kannst du es jeden Tag predigen. Und wenn du aber gleichzeitig nie merkst, dass das nie getan wird und diese Situation kommt wesentlich schneller, also man sich das jetzt so in der Theorie überlegt, in der Theorie denkt man, ja klar, wenn ich das sage, dann werden die schon tun. Ne? Und es gibt so viele Situationen, oft weil es halt so viele und kleine Tasks manchmal gibt, die dann einfach so nicht passieren. Und dann bist du genau in diesem Fall. Du predigst in der Früh und akzeptierst, dass es nicht gemacht wird. Ganz, ganz wesentlicher Punkt, finde ich, von Führungsverständnis und auch die Verantwortung, die da dahinter liegen kann.